Richard Angelo war ein netter Mann. Alle sagten das. Ein sehr netter Mann, immer engagiert, immer aufmerksam, immer hilfsbereit. Dennoch wurden wegen ihm im November 1987 in New York insgesamt 33 Leichen exhumiert. Serial Killers, Folge 2, Richard Angelo. Richard wuchs als Einzelkind auf. In den 60er Jahren noch eine absolute Ausnahme. Schon als Jugendlicher setzte er sich gerne für die Gemeinschaft ein. Er engagierte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, war ein fleißiger und guter Student und gab sein Wissen gerne an andere weiter. Auch als Krankenpfleger im Good Samaritan Hospital in New York machte Angelo einen guten Job. Um seine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten tagsüber ausüben zu können, übernahm der 26-jährige Angelo die Nachtschicht, im Englischen auch die Friedhofsschicht genannt. John Fisher hatte gerade eine schwierige Operation gut überstanden und erholte sich allmählich auf der Intensivstation. Angelo zog langsam eine Spritze auf, beugte sich zu Fisher und flüsterte ihm aufmunternd zu: Sie werden sich gleich viel besser fühlen. Als Fisher begann, um sein Leben zu kämpfen, schlug Angelo sofort Alarm und begann vor den versammelten Kollegen mit improvisierten Rettungsmaßnahmen. Doch es war zu spät. John Fisher starb unter den helfenden Händen von Richard Angelo. Die Patienten auf einer Intensivstation haben zu den Ärzten und Schwestern ein ähnliches Verhältnis wie Kleinkinder zu ihren Erziehern. Sie sind voller Vertrauen in deren Fähigkeiten und ihnen absolut hilflos ausgeliefert. Sie werden sich gleich viel besser fühlen. Sie werden sich gleich viel besser fühlen. Sie werden sich gleich viel besser fühlen. Viel besser. Die Mischung aus muskelentspannenden Medikamenten, die Angelo seinen Patienten injizierte, führte schnell zu einer Betäubung aller Gliedmaßen und einer Lähmung des Sprechapparats. Bei wenigen Patienten gelang es ihm, sie wieder ins Leben zurückzuholen. Doch für die meisten brachte Angelo den Tod. Dass der Tod seiner Patienten etwas mit Angelo selbst zu tun haben könnte, ahnte niemand im Krankenhaus. Bis Gerolamo Kunic Angelo schemenhaft wahrnahm, ihn erkannte und es ihm gelang, mit allerletzter Kraft den Alarmknopf neben seinem Bett zu drücken. Keiner konnte es fassen. Keiner wollte es glauben. Richard Angelo war ein guter Mann. Alle fragten sich, warum? Für die Suche nach der Antwort gab es in den 80er Jahren eine kleine Maschine, auf die die psychologische Forschung damals große Hoffnungen setzte. Den Polygraphen, eine Art Lügendetektor. Der Psychologe, der Angelo betreute, attestierte ihm eine Persönlichkeitsspaltung, die dazu geführt habe, dass Angelo selbst gar nichts wusste von den schrecklichen Taten, die seine anderen Persönlichkeiten ausführten. Der Richter Alfred Tisch ließ vor Gericht jedoch weder den Polygraphen noch die psychologische Analyse gelten. Die Frage nach dem Warum blieb. Und nur einer konnte Licht ins Dunkel bringen. Ich wollte eine Situation erschaffen, in der ich den Patienten in Atemnot oder in ein ähnliches Problem bringen wollte und ich durch meine Intervention oder Empfehlung oder irgendetwas so wirke, als ob ich wüsste, was ich tue. Ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich fühlte mich unzureichend. Ich wollte ein Held sein. Fühlte er sich in diesem Moment als der Held, der er schon immer sein wollte?